Hallo Ladies, ich melde mich zurück mit einem What I Ate Yesterday Video. Heute früh gibt es bei mir einen Apfel und 4 Zwiebeln mit Butter. Ich habe mir jetzt was gekocht und zwar Kartoffeln mit einem Rührei und Paprika. Gemüse mit einer Soße aus Creme Fraiche. Ich habe mir jetzt noch ein Brot gemacht und ich sehe gerade, dass ich die Kühlschranktür offen gelassen habe. Beziehungsweise die geht nicht zu, weil das Gemüsefach ein bisschen raussteht. Das ist mein Brot, 2 Scheiben mit Butter, dann Shiitake-Aufstrich und obendrauf habe ich mir noch Gurke gemacht. Das werde ich noch ein bisschen salzen und dann gebe ich noch ein bisschen Paprika-Gewürz drauf. Ich will nur gucken, wo ich mein Salz hingestellt habe. Ich habe es, es ist weg. Das ist doch eben. Ach hier, ja, das kommt davon, wenn man die Sachen nicht da hinstellt, wo sie eigentlich hingehören. Ich meine, was hat ein Salz auf dem Wohnzimmertisch zu suchen? Nix. So. So. Ups, schaut das jetzt aus? Also halt eigentlich genauso wie vorher, nur noch ein bisschen die Gurkenscheiben gesalzen. Und ich kann euch ja mal den Aufstrich zeigen. Das ist der hier. Shiitake-Aufstrich von Alos. Der ist vegetarisch und das müsstet ihr im Naturladen bekommen. Also ja, ich denke nicht immer die Form aus. Meine Mama bringt mir die kleinen immer mit. Da gibt es zum Beispiel auch noch, ich habe hier im ganzen Vorrat, das ist nochmal Shiitake. Nochmal Shiitake. Das ist eine Mann, die gibt es auf jeden Fall in der Form aus, die habe ich aber noch nicht probiert. Das ist irgendwie so eine exotische Weihnachtsedition. Hier Creme Basilico gibt es noch. Ist ja da mit Basilikum. Ja, die sind ganz lecker. Ich mag am liebsten Shiitake. Ich habe Pfeffer erwischt. Das war nicht Paprika-Gewürz, sondern Pfeffer. Ich denke schon, man brennt das die ganze Zeit so. Ich werde jetzt als Nachspeise noch eine Kinderschokolade essen. Und dann war es das heute für mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss. 008 Love Story. Und mein Drucker ist eine Katastrophe. Ich blende euch die andere Farbe noch unten ein.